Die Verkehrsrundschau und der Münchner Verlag Heinrich Vogel kümmern sich seit Jahren intensiv um den Nachwuchs in der Transport- und der Logistikbranche. Mit unterschiedlichen Aktionen wie der Schülerinitiative Hallo Zukunft, dem Auszubildendenwettbewerb Best Azubi oder dem Studentenwettbewerb Logistik Masters will die Verkehrsrundschau junge Menschen für eine Karriere in der Logistikbranche begeistern. Mit der Initiative Hallo Zukunft haben es sich die Zeitschriften, die auch heute sozusagen über dem Abend schweben, die Verkehrsrundschau selbst, aber auch die Zeitschrift der Tracker und Gefahr-Gut zur Aufgabe gemacht, den Unternehmen ihrer Branche bei der Suche nach qualifiziertem Personal zu helfen. Und deswegen möchte ich mich bei Ihnen, liebe Frau Bauer, als Gastgeberin auch ganz, ganz herzlich bedanken, dass Sie das tun, wenn man so lange im politischen Geschäft ist wie ich und wenn man über all diese Jahrzehnte auch reichlichst Kontakt und Erfahrung mit Medien und Presse hat, dann kann ich mit Fug und Recht sagen, dass es alles andere als eine Selbstverständlichkeit ist, dass ein Medium wie Sie sich über das, was sich journalistisch als Aufgabe stellt, hinaus sich einer solchen Aufgabe widmen. Ich möchte ausdrücklich persönlich und auch im Namen der Bundesregierung ein herzliches Dankeschön oder wie man in Bayern sagt, ein herzliches Vergelt's Gott für dieses großartige Engagement sagen, das Sie erbringen für diejenigen, für die Sie als Medium tätig sind und die in dieser Branche arbeiten. Herzlichen Dank für dieses Engagement, Frau Bauer. Der Bundesverkehrsminister unterstützt die Aktivitäten dabei nicht nur mit lobenden Worten. Peter Ramsauer ist auch Schirmherr der Nachwuchsinitiative Hallo Zukunft, die Real- und Hauptschüler sowie Gymnasiasten über Ausbildungschancen in der Logistik informiert. Außerdem zeichnete der Bundesverkehrsminister Anfang des Jahres im Rahmen der Verkehrsrundschau-Gala auch die drei Hauptgewinner von Best Azubi aus. Wir haben in diesem Jahr bei Best Azubi wieder einen Rekord geschafft. Und zwar, es haben sich 1381 Auszubildende zum Kaufmann, zur Kauffrau für Spedition und Logistik an dem Wettbewerb beteiligt. Das sind 200 mehr als im vergangenen Jahr. Deutschlands größter Wissenswettbewerb für angehende Speditions- und Logistikkaufleute wird jedes Jahr von der Verkehrsrundschau und vom Versicherungsmakler Schunk Group initiiert und vom Nutzfahrzeug-Serviceanbieter Euroleasing MAN Rental maßgeblich unterstützt. Platz 1 bei Best Azubi erreichte in diesem Jahr der 23-jährige Till Oliver Jahn. Der angehende Speditions- und Logistikkaufmann der LIT-Gruppe in Brake erhielt ein Preisgeld von 5.000 Euro. Es war eine tolle Zeit, es waren tolle 16 Wochen und ich bin wirklich, wirklich froh, heute hier sein zu dürfen. Danke. Auf Platz 2 schaffte es Jolf Harmdirks. Der 20-Jährige erhielt 3.000 Euro Preisgeld. Platz 3 und 2.000 Euro gingen an den 22-Jährigen Tim Seibert. Beide Auszubildenden stammen ebenfalls von der LIT-Gruppe in Brake. Große Freude bereitete der Dreifachsieg bei Best Azubi auch den Ausbildern und der Geschäftsführung. Es ist also für uns das LIT als Mittelständler aus dem Nordwesten, der natürlich jetzt bundesweit das ein oder andere Mal auf der Autobahn gesehen wird, aber ansonsten natürlich eine ganz, ganz tolle Marketinggeschichte auch. Also wir freuen uns sehr, sehr darüber, der Vorstand und auch die Geschäftsleitung. Begeistert von den drei Best Azubi-Gewinnern zeigte sich auch Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer und versprach: Wenn ihr Lust habt, mal ein bisschen reinzuschnuppern in den Job eines Bundesverkehrsministers, dann werden wir das auch irgendwie möglich machen können. Wir nennen das Praktikum oder wie auch immer. Also langweilig wird es dabei nicht. Die drei Auszubildenden dürfen sich damit auf ein exklusives Erlebnis in der Berufswelt freuen. Mit Best Azubi, Hallo Zukunft und Logistik Masters bietet die Verkehrsrundschau Auszubildenden, Schülern und Studenten jedes Jahr interessante Einblicke und Kontakte in die Transport- und Logistikwelt. Machen Sie einfach mit!